Was? Was? Was ein Gott? Was? Ohne Vergrößerung? Und die erste Kugel. Das war ein Headshot. Ey Leute, was geht? Das hier ist das dritte Rainbow Six Siege Video innerhalb weniger Wochen. Ich habe keine Ahnung, was los ist, aber ich schätze, aktuell läuft so wie bei McDonald's. Ich liebe es. Ach du je, diese Wahnsinnigen haben es tatsächlich durchgezogen. Das Rick and Morty Paket, zugegebenermaßen mit extrem coolen Skins und Waffencharms und allem drum und dran, aber 4080 R6 Credits? Ist das euer Ernst, Ubisoft? Das Paket, mit dem man das kaufen würde, kostet 35 Euro. Yo, Ubisoft, warum genau kostet das Paket so viel? Ich mag Moneten. So, das musste jetzt einfach mal raus. Wie gesagt, ich liebe dieses Spiel, ich liebe die Entwickler, aber das ist ein wirklich sehr, sehr steiler Preis. Und damit willkommen zurück hier bei Rainbow Six Siege, wo ihr ganz genau wisst, wie das laufen wird. Ich nehme diese Maus, drücke diese Taste und wir klicken Köpfe. Und ja, vielen Dank, dass dir das aufgefallen ist. Du bist eine wirklich sehr aufmerksame Person. Ich habe einen neuen Namen und ein dazu passendes Profilbild. Wenn ich damit jemanden spawnpeake, dann verlässt er die Runde. Es gibt keinen Weg, wie er das nicht macht. Oh nein, es ist Wolkenkratzer. Oh, es ist nicht so schlimm wie Tower. Aber Wolkenkratzer finde ich auch nicht so geil. Aber ich bleibe in der Runde drin. Ich habe gerade das Bedürfnis rauszugehen, aber ich werde es nicht tun. Soll ich mal Nomad spielen? Ich habe mir kürzlich Nomad gekauft. Na? Und abgesehen davon, dass sie nicht genug Finger für einen High Five hat, ist sie eigentlich total geil. Also das Gadget benutze ich so gut wie nie, weil dafür spiele ich, glaube ich, zu aggressiv. Aber die ARX 200, die AK ist cool, ja? Versteh mich nicht falsch, aber die ARX 200 mit dem 2.5er ARCOG obendrauf ist eine One-Tap Maschine. Okay, alles klar. Der Typ hier gewinnt. Ricardo Recruit? Das ist ein einfacher Sieg beim Profilbildduell. Hier sind sie. Hallo, was ist das denn für ein fescher Skin? War das ein Goyo? Ich glaube, das war ein Goyo. Warum spielen eigentlich alle in letzter Zeit Goyo? Also ich sehe viel mehr Goyos in den Lobbys. Ich weiß nicht warum. Ist Goyo wieder trendy? Ist Goyo wieder in? Ich habe keine Ahnung. Was waren nochmal die Spawn-Peak-Spots? Ich spiele die Map so selten, weil ich sie hasse wie die Pest. Ich mag die Map nicht. Die spricht einfach nicht zu mir. Wen habe ich gerade? Das ist eine Illa. Magst du nochmal, Mädchen? Komm. Hast du Bock? 3-4. Wo ist sie hin? Ich höre sie. Das war nicht sie. Das war irgendwer anders. War es ein Pulse? Ich glaube, das war Blind Pulse. Das war Pulse mit der... mit der Binde. Ich mach mal das hier, falls sie versucht rauszuspringen. Muss nicht sein. Und dann halt hier. Ey! Hey, das war ein wunderschönes One-Tap-Duell! Aber der Skin ist cool. Von dem lasse ich mich gerne mit einer Pistole umlegen. Das war ein One-Tap-Duell mit dem Rook oder dem Doc, was auch immer es war. Ich bin jetzt drauf gegangen, dass ich ab und zu mal einfach schieße und er steht dann gerade da. Aber nein, man kann ja kein schönes 1 gegen 1 haben. Die Ela ist down. Nice. Fehlen noch zwei. Goyo mit diesem total blöden Skin, der jetzt down ist. Last one should be on point. Ja, das ist ein Rock. Iana, Iana, Iana. Hol ihn dir, Mädchen. Benutzt deine Thickness und erstick ihn. Links in der Ecke. Hart links. Ja. Sie hat ihn nämlich gerade gesehen. On pink. Ja. Sie hat ihn mit dem Holo von sich gefunden. Okay, das ist seine Thermit raus. Der Blackbird hätte gleichzeitig pushen sollen. Mm. Was ist denn hier los? Die beiden Drohnen. Ich glaube, die haben sich lieb. So kommen die Baby-Drohnen raus, okay? Und wenn es zwei reinblütige Drohnen sind, die das machen, dann entstehen so die Florist-Drohnen. Ich weiß doch auch nicht. Alles klar. Soll ich dasselbe Fenster versuchen? Nee, das wäre hier, ne? Deswegen gehen wir jetzt hier und versuchen uns nicht umbringen zu lassen. Das ist der Plan. Das hier ist natürlich verstärkt und sogar elektrifiziert. Die wollen überhaupt gar nicht, dass hier jemand reinkommt. Das ist ein dummer Peak, macht das nicht nach. Ja, Kinder, das hier ist doof, okay? Das ist dumm. Sehr dumm. Das endet gleich mit einem Header. Es endet mit einem Header, aber nicht für mich. Call an ambulance. But not for me. Do you have breaching charges? No, sorry, I have flashes.
Okay. Siehst du, Teamplay und Kommunikation. Ich kann hier halt quasi nicht rein. Wegen dem Aruni-Ding, da müsste ich eine Drohne durchwerfen und dann hören sie, dass ich komme. Ich weiß gleichzeitig auch nicht, wo alle sind. Ich gehe mal woanders hin. Ich gehe mal zum Team. Team ist hier. Dann bin ich auch hier. Komm, es sei denn, es kommt vielleicht jemand von hinten. 4-2. Ne, hinten sieht sauber aus. Und das war's. Einfach überrannt. Ich weiß gar nicht, wen habe ich umgelegt? Welcher von den Clowns war das? Es sah aus wie ein Bandit mit dem Elite-Skin? Ich glaube, ich habe ihm genau einen in die Glatze gesetzt. Ja, komm, mit dem Profilbild muss ich ja quasi Ela spielen. Ich habe sogar den coolen Division 2 Agenten Ela Skin. Aber ich komme mit ihrem Recoil einfach nicht klar. Also wenn die ersten 5 Kugeln oder so, wenn das nicht genau hier reingeht, treffe ich gar nichts mehr. Die Waffe war... Ich will die alte Ela-Waffe zurück. Okay, nur für eine Woche. Das Ding hatte 50 Kugeln im Magazin. Kein Rückstoß. Schaden war, glaube ich, sogar noch höher. Das war die beste Waffe im Spiel. Solange sie nicht angetastet wurde. Ich will das zurück. Für eine Woche. Es war kompletter Schwachsinn, aber ich will das wieder. Oh nein, die Lobby ist kaputt. Es haben alle geladen, aber die Runde startet nicht. Ist das Spiel abgeraucht? Nee, das funktioniert noch. Und im Gegnerteam sind laut Scoreboard 5 Leute, aber hier oben werden nur 4 angezeigt. Captain Larsen ist der Böse, der dazugekommen ist, ne? Weil ich glaube, einer ist raus. Und dann ist der dazugekommen. Das ist seine Schuld. Ich blame Captain Larsen. Ja. Oh, irgendwas ist passiert. Captain Larsen hat das Match verlassen. Und jetzt geht's. Was? GLHF Gamer Girl. Warte mal, ich muss in Persona bleiben. U2. Das ist ein Mädchen-Emoji, richtig? Ich habe keine Ahnung. Soll ich ihm noch OnlyFans-Link schicken? Ich weiß nicht. Ist das ein Kuss-Smiley? Okay, Moment, darauf kann ich auch antworten. Wo ist es? Wo ist Sternchen? Hier, guck mal. There you go. Love you. Alles klar, diese Community ist perfekt. Ich will nichts hören. Diese Community ist flawless. Auf jede mögliche Art. Keine Diskussion. Ich habe noch 2 Ice Cream Cones. Cool. Pistolenkill. 2 Ice Cream Cones und einmal Stacheldraht. Aber dafür ist jetzt zu spät, weil die sind quasi schon vorm Raum. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Ja, hinten ist wer. Der schießt gerade auf die Kavera. Hopp. Nee, das mache ich nicht. Wenn der One-Tap nicht sitzt, das mache ich nicht. Nein. Die hat ein Visier drauf. Ich nur ein Holo. Ich pieke nicht gegen Vergrößerung auf diese Distanz. Alles klar, hier ist die Ash. Guter Rush. Das ist also daraus geworden. Ja, die ist oben. Die ist oben und es ist, glaube ich, eine IQ. Mir ziemlich sicher. Okay, das war sie. Ich habe sogar einen Assist bekommen. Das heißt, ich habe sie vorher getroffen. Above, hat er gesagt. Ich habe sie vorher getroffen mit diesem One-Tap-Versuch. Ja, cool. Und es ist keine IQ, es war eine... Amaru. Okay, Sledge ist hier oben. Komm her, Hammerboy. Oh, ich höre ihn. Ich höre ihn. Wir kommen näher. Jetzt hat er sich verraten. Sound gewinnt das Spiel. Der war hier hinten, oder? Ja. War das Sledge? Was war das denn für ein Skin? Ja, das... Autsch. Das war Sledge. Also, ich mache halt nicht viel. Aber... Na? Ist auch gut. Stell dir vor, ich muss jetzt das ganze Team carryen. Das ist schon sehr viel Verpflichtung, die dann auf meinen Schultern lasten würde. Das würde ich nicht aushalten. Niemals. Ich wünschte trotzdem, stell dir vor, ich hätte die IQ gekriegt. Ich habe sie getroffen, damit, sonst hätte ich keinen Kill-Assist bekommen. Aber stell dir vor, es wäre ein Headshot gewesen. Ein One-Tap-Headshot mit der Scorpion. Oh! Genau hier. Die sind jetzt schon da. Aber ich glaube, unten. Oh, der Sound ist manchmal so gut. Also, wenn er funktioniert, wie er soll, ist der Sound... Unglaublich. Nice. Sie kommen von hier. Ja, dann warten wir mal. Die peruanische Oma mit dem dummen Hut! Die hat halbes Leben. Das will ich sehen. Die hat mich super schnell gesehen. Ach so, ja, okay. Mein Cappy hat rausgeguckt. Viel mehr, als ich eigentlich dachte. Alles klar. Es ist immer Amaru. Es sind immer Amarus. Ich kann nicht gegen Amarus spielen.
Dafür, dass die Waffe so groß ist, aimt die überraschend schnell rein. Was war gerade los? I just wanna hug to you, gamer girl, but you scared me. I'm sorry. Uwu. ich weiß auch. Und wieder das. Love you, though. Big time. Das. Also ich glaube schon, dass der checkt, dass ich ein echtes Gamer Girl bin, weil kein Gamer Girl wird sich genauso nennen. Ich glaube, der checkt schon, dass ich baite, aber die Unterhaltung ist geil. Oh nein, wanna play with us later? I mean after dinner, maybe. No, I got to record some OnlyFans clips. Sorry. I have to record, wäre besser. Wir haben das gewonnen, by the way. Ich habe es überhaupt nicht aufgepasst. Ich war busy mit dem Chat. Wer ist der Typ? Das ist der da. Ich bin mit auf the Scoreboard, das ist okay. Halt. Wo ist mein Love Interest? Ah, das passende Profilbild dazu. Alles klar. Krieg ich ein Pack dafür? Moment, krieg ich eine Auszahlung? Ach Mann. Der Name ist Premium, okay? Ich hatte noch nie so viele geile Interaktionen mit dem Chat. Oh mein Gott, endlich. Das war die längste Queue meines Lebens. Das waren jetzt 9 Minuten, um ein Spiel zu suchen. Was ist los? Gehen die Server gerade in Flammen auf? Könnte sein. Okay, Bank. Ich liebe Bank. Ela auf Bank, dumme Idee. Aber ich habe das Profilbild und ich heiße XXGamerGirl. Ich muss Ela spielen. Okay, das steht in meinem Vertrag. Habe ich den Skin auch für die Pistole? Nee, habe ich nicht. Ich habe den Division-Skin leider nur für die Scorpion. Aber ne, ich bin dazu verpflichtet, Ela zu spielen. Ich komme mit dem Recoil überhaupt nicht klar. Und ich one-tappe viel zu selten mit der Pistole, als dass ich die sinnvoll benutzen könnte, aber ich muss. Luke Nummer 1. Es sind so viele bei dem Raum. Luke Nummer 2. Das könnte noch ein bisschen... Ah, ist das laut hier so. Könnte noch ein bisschen dauern. Gibt's hier eine? Ja, natürlich gibt's hier eine. Es gibt 3. Gibt's 4? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. 3 sind verstärkt. Ich verstecke mich irgendwo. Um dann das zu machen, was Ela am besten kann. Sich von hinten anschleichen, den Kopf nicht treffen und den Rest vom Magazin in die Wand setzen. Ich bin so spät dran, Mann. Hier ist ein bisschen Rüstung. Nein. Ich wollte da durch. Dann das. Und dann ist das offen. Ich gehe außenrum. Ich gehe außenrum nach hinten. Ich wollte da jetzt durch, aber ich will nicht wieder die Verstärkung wegmachen, die er da hingemacht hat. Deswegen gehe ich außen durch. Der hockt da. Don't kill me, please. Ich bin nur ein Gamer Girl auf... Ist das denn Ernst? Hey! Gamer Girl auf der Durchreise. Hier ist jemand. Hier? Ne, links von mir. Iana war das, glaub. Ich glaube, das war... Thickness Down? Ja, sieht... Nee. Ist das Papiertüten-Jackal? Oder ist es Papiertüten-Jackal? Nee, es ist Papiertüten-Knock. Jackal ist oben. Ich wusste nämlich, ich habe einen gehört. Jackal ist oben. Pass auf, ich mach das hier. Wenn er will, kann er haben. Der kommt auch. Selbe Stelle. Ich habe ihn nicht gesehen. Der sah aus wie der Fernseher. Ich hätte ihn haben können, er war genau da. Der sah... My man ist mit dem Fernseher hinten dran verschmolzen, mit dem Monitor. Ja, ich hätte ihn easy haben können. Mein Gott! Warum muss er mich gerade tracken? Ich wollte mich hintenrum anschleichen, das ganze Team... Ah, Mann, ey. Oh, oh. Der ist genau in der Tür. Ja, das ist Sophia. Das ist Sophia. Ah, schade. Fuck! Die Reaktion da drauf. Ehrenmann. Ich meine, ich bin schon enttäuscht von ihm. Er hatte den Face-Clan-Waffenskin. Aber hat nicht entsprechend geschossen. Was ist denn heute los, ey? Dann mache ich die Nöck weg, die ich sogar gehört habe, obwohl sie Nöck spielt. Das sollte euch zeigen, wie nutzlos Nöck eigentlich ist, meiner Meinung nach. Das ist Nöck. Ja, ich sage immer Nöck. Und dann kommt der Jackal, der mich trackt, an derselben Stelle auftaucht und ich sehe ihn nicht, weil sein
komischer Helm mit dem Fernseher verschmilzt. Was ist denn heute los? Oh, ich weiß, was ich mache. Ich weiß ganz genau, was ich mache. Vielleicht gibt es hier ein paar Tunnel-Gamer. Die mache ich fertig. Denn, okay, das macht nicht weiter, der Kapkan hat sie. Weil der Tunnel ist so ein Ort, wo öfter mal jemand durchkommt und auch nicht wirklich hinguckt. Die Leute rennen da einfach durch, habe ich das Gefühl. Deswegen werden die nicht aufpassen. Dann kriegen sie ein Problem. Und dann hier. Kann ich mich hier unten verstecken? Und wenn jemand von oben kommt, kriege ich das mit. Wenn jemand hier unten ist, auch. Im Tunnel. Im Tunnel. Mindestens einer. Ich glaube aber eher zwei. Das... Okay. Die wollen es wissen. Es sind drei. Es sind so viele. Der Kapkan ist dead. Don't do it. Blackbeards? Hab ich gerade ein Blackbeard-Schild gehört? Lass sie einfach kommen, Großer. Lass sie kommen. Es ist so eine sweaty Ash. Ash down. Cool. Das andere ist ein Blackbeard mit einer SR. Sollte ich... Nee, ich piek das nicht. Ich lass ihn kommen. Jetzt kommt er rein. Der denkt, es wäre sicher. Nochmal eine Flash. Jetzt hat er keine mehr. Kapkan, lass ihn einfach kommen. Lass ihn kommen. Einfach abwarten. Ruhig bleiben. Durchatmen. Er steht jetzt beim Loch. Komm schon, großer Mann. Komm, Schwarzbart. Schwarzbart down. Headshot. Cool. Haben wir noch einen im Tunnel? Jetzt ist, glaube ich, Ruhe. Ist Ruhe? Ich glaube, es ist Ruhe im Tunnel. Ist ja unglaublich von hier. Oder? Direkt bei mir. Oh. Die thicke Iana hat mich hinters Licht geführt. Eieieiei. Okay, für zwei. Das heißt, die Iana hier oben. Oh, Baby! Die A10 Warthog. Keiner kann was dagegen machen. Das Ding ist so geil, wenn es trifft. Wenn es funktioniert, wie es soll. Tut das weh. Und das war der letzte. Es geht doch, die Gamer-Girl-Ela-Runde meines Lebens. Der Schuss auf die Iana war spicy. Der Rest war so Standard-Spray-and-Pray. Aber die Iana wurde deleted. You have alerted the Chunker. Okay, kriegen wir einen Runout? Ja. Vigil! Der Vigil-Runout. Hat aber niemand bekommen, der wird es aber wieder machen. Ja. Solche Leute können es nicht lassen, ne? Solche Leute können es nicht lassen. Soll ich hier Parkhaus? Vielleicht kriegen wir einen Tap. Ich krieg auch einen Tap, aber nicht. Ich wurde von Chunker gewantappt! Mit dem Visier? Es war ein Headshot! Was? Was? Was ein Gott? Was? Ohne Vergrößerung? Und die erste Kugel. Das war ein Headshot. Ich habe nämlich sonst nichts gesehen, was aus der Richtung kam. My man hat mir ins Gesicht geschossen mit einem Reflex. Okay, normalerweise wäre ich jetzt mad, aber GG an den Mann, er ist Gott Chunker. Er weilt unter uns. Ach du Heiliger, was ist denn los? Ich will ja wirklich nicht, das war Chunker, wirklich nicht den Teufel an die Wand malen. Aber ich glaube, diese Runde ist ungefähr so, wie ich in einer neuen Stadt, in der ich noch nie gewesen bin, nämlich Lost. Und zwar richtig. Es sei denn, die ziehen irgendwie noch Magie aus dem Hut. Aber das sieht nicht gut aus. Wir sind zwei gegen... Obwohl, jetzt ist nur noch zwei gegen drei. Es gleicht sich langsam aus. 2-2. Der Chunker war ihr Glücksbringer, okay? Chunker ist dead. One-Tap-Chunker. Der Vigil auch gleich? Nee, ist er nicht. Jetzt dreht sich das alles, hoffentlich. Ha! Der Runout-Vigil kann es einfach nicht lassen, ne? Er ist am Anfang schon zweimal rausgelaufen. Jetzt wollte er die Ash-Runouten. Er kann es einfach nicht lassen. Letzter ist Morsi. Der hockt wahrscheinlich in einer Ecke. Oder unter einem Tisch, wo er drunter passt, weil er sich nur ducken muss dafür.
Hat jetzt einen Moment gedauert, bis ich das gecheckt habe. Da lag eine Matte. Oder? Ja, also ich habe die Matte auslösen gehört, aber wir kriegen kein... Was? Was war die Killcam? Hat die Frost eine Matte aufgestellt? Ist dann disconnected? Und deswegen checkt das Spiel gar nichts mehr? Ist, also auch das Profilbild oder das Operator-Logo war einfach nur ein weißer Klotz. Sah aus wie ein Schneeblock aus Minecraft. Was ist denn heute los? Ich werde von Tachanka ge-one-tapped. Hab vorhin gefühlt unglaubliches Pech. Jetzt sowas, dann vorher lädt die Lobby nicht. Ist das Spiel halt extra wonky? Bitte haltet euch zurück. Ich check mal kurz, wo die rumsitzen. Die müssten eigentlich unten sein, weil unten hat der Mosi meine Drohne geholt. Sind sie aber nicht. Die hocken oben wahrscheinlich wieder im Büro. Also ich gehe nicht wieder aufs Parkhaus. Weil... Es ist wieder ein One-Tap-Chunker im Keller. Denn beim Parkhaus wird man umgebracht. Dann sind sie unten. In dem Fall. Ja, hier ist Mosi. Die sind unten. Das war Vigil. Okay. Das war unsere Gridlock. Das war wieder unsere Gridlock. Ich weiß nicht, ob der Vigil noch lebt. Nee, der ist dead. Okay. Oben steht's. Chunky lebt aber noch. Frage ist, wo ist der Kollege? Der lag wahrscheinlich ganz unten. Einer übrig. Es ist Tachanka. Nee, es ist ein Mosi. Tachanka ist nämlich dead. Ich müsste mal nach oben gucken. Es ist ein Mosi. Der kommt gleich hier raus, oder? Der kann's nicht lassen. Okay, okay. Okay, eins gegen eins. Der ist da hinten drin. Sag mal, kannst du ruhig sein in einem 1 gegen 1? Hey, ich hätte ihn gehört, hätte er nicht gerade gesagt, he's vault. Boah, ey. Also vielleicht auch nicht, aber es nervt. Regel 1, in einem 1 gegen 1 niemals was sagen. Außer du weißt ganz genau, wo er ist. Hat er auch gesagt, aber es kam viel zu spät. Wenn du nicht ganz genau weißt, wo er ist und das möglichst kurz zusammenfassen kannst, in einem 1 gegen 1, sei ruhig. Sei ruhig, okay? Das ist Regel 1, Mund zu. Lass die Person sich konzentrieren und vor allem hinhören. Und ja, ich bin mad, weil ich nicht richtig predicted habe, wo er ist. Ich dachte wirklich, der kommt von vorne. Weil da hat er, glaube ich, auch die Gridlock gekillt. Aber nein, er kam von hinten. Ich würde einfach mal sagen, das war's für dieses Mal hier bei Rainbow Six Siege. Es war einfach weird. Also ich wurde von Tachanka ge-one-tapped. Ich hab mit Ela aufgeräumt, die Lobby hat nicht geladen, ich wurde angebaggert wegen meines Namens. Ich glaube, das war das merkwürdigste Rainbow Six Video, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Ich bin raus und keine Ahnung, spielt Tachanka und Spawn Peaks oder peakt dann vom Büro raus aufs Parkhaus. Da läuft ab und zu mal eine Nomad rum, die man mit einer Kugel aus dem Spiel schießt. Schätze ich. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Oh mein Gott, Tachanka. Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr.